Seit dieser Saison stürmt Kents 10 Jahre jüngerer Bruder mit der Nummer 26 für den EHC Kloten. Mit solch perfekten Pässen versetzt er die Kloten-Fans Spiel für Spiel in Entzücken. Auch beim Torschuss zeichnet er sich durch seine Ruhe und Übersicht aus. Kein Wunder, schwingt im Urteil seiner Mitspieler Bewunderung mit. Seine Stärken ist sicher seine Ruhe, die er hat. Also das ist super, was für eine Ruhe was er hat, auch wenn etwa 3 Spieler an ihm hängen. Er verliert einfach die Übersicht und die Ruhe nie. Das ist sicher seine grösste Stärke, die er hat. Schwächen hat er, also muss ich ehrlich sagen, ich habe jetzt die ganze Saison noch keine festgestellt bei ihm. Also, ich habe das Gefühl, er ist so ausgeglichen, er hat gar keine Schwächen. Er ist relativ ein ruhiger Typ, aber wenn er mal mitkommt oder wenn wir mal ab und zu ein Bier trinken oder das Fest, ist auch er einer, der sehr dabei ist in diesen Sachen. Und ist sehr ein guter Typ, ein angenehmer. Sogar die Konkurrenz, wie Lugano-Trainer Jon Sletvoll, ist von Johanssons Fähigkeiten überzeugt. Michael ist meiner Meinung nach der beste Ausländer in der Schweiz. Er hat eine extrem gute Spielauffassung. Er liest das Spiel sehr gut. Er kann also für andere Spieler das Spiel sehr gut vorbereiten, gibt sehr gute Pässe. Dazu macht er eine enorme Arbeit ohne Scheibe. Er ist ein Kämpfer. Er gewinnt viele Scheiben an der Bande. Er ist immer zurück in der Defensive. Er ist auch ein Leader als Person, er gibt einer Mannschaft ein sehr großes Selbstvertrauen. Seine Schwäche ist vielleicht nur eine Sache, das ist seinem Schuss. Er schießt nicht so gut, aber wenn er nahe Tor kommt, so macht er trotzdem Tore. Aber von Halbdistanz und Distanz ist er nicht ein besonders starker Schütze. Auch am letzten Samstag im Spiel gegen den EHC Biel gab Michael Johansson seinem Bewunderer Sletvoll wieder recht. Sein Durchsetzungsvermögen an der Bande führte zum 0:1. Und beim alles entscheidenden 4:1 gab er einen für ihn so typischen, fast unmöglichen Pass. Trotz Bedrängnis und fast am Boden liegend, Johansson sieht auch in solchen Situationen den freien Mitspieler. In diesem Fall Roman Wäger in Kloten-Scorerliste hinter Johansson an zweiter Stelle platziert. Dem 26-jährigen Schweden ist es in den für ihn ungewohnt stimmungsvollen Eishallen der Schweiz und mit Klotens Team sichtlich wohl. I think Kloten is a very... Ich denke, Kloten verfügt über exzellente, schnelle Schlittschuhläufer, die auch ein gutes Hockey spielen können. Mit dem neuen Trainer Conny Evanson kamen frische Impulse, speziell in der Verteidigung. Und zudem verfügen wir mit Reto Pavoni über einen hervorragenden Torhüter. Michael Johansson und die Leiden eines Stürmerstars. Am letzten Samstag war der Schwede wiederum diversen, zum Teil auch unsauberen Attacken ausgesetzt. Seine Reaktion nur ein böser Blick, denn Johansson gehört zu den Musterknaben der Liga. In 38 Spielen saß er nur einmal auf der Strafbank. Ich weiß eigentlich nicht genau, warum ich so wenig Strafen bekomme. Vielleicht spiele ich einfach zu clever. Doch auch schon früher habe ich kaum mehr als 10 Minuten in einer Saison erhalten. Möglich, dass ich nicht sehr hart spiele. Ich versuche es eben mit Laufen. Zudem habe ich gelernt, dass es nichts bringt, wenn ich wütend werde und zurückschlage. So kriege nämlich auch ich eine Strafe und schade nur dem Team. Vorbei ist die Zeit der Sandwichs im Mannschaftsbus. Biel, Samstagabend nach dem Spiel. Das Überraschungsteam Kloten verköstigt sich in der Garderobe aus den mitgebrachten Kochkisten. Improvisation statt Gemütlichkeit.
Doch solange der Erfolg anhält, schmeckt ein Essen sogar in einer kahlen, schweißerfüllten Garderobe. Und wenn es nach Mikael Johansson geht, dann sind die Klotener noch lange hungrig. Ja, sicher, ich möchte mit Kloten noch einige Male Meister werden. Hockey auch am Sonntagmorgen. Familienmensch Mikael Johansson tummelt sich mit Sohn Viktor und Tochter Lina im Schnee. Die Familie war auch Hauptgrund, wieso Johansson, immerhin zweifacher Weltmeister, letzten Sommer zu Kloten und nicht nach Kanada wechselte. In der kanadischen Profiliga NHL ist man ständig unterwegs. Manchmal wäre man bis zu 2 Wochen von seiner Familie getrennt. Sicher, als ich noch 5, 6 Jahre jünger war, da träumte ich auch noch von der NHL und ich hätte sicher nach Kanada gewechselt, wäre damals ein Angebot gekommen. Damit seine Partnerin Lena und die Kinder Mikael nach Kloten begleiten konnten, mussten die Johanssons letzten Sommer heiraten. In der Schweiz sind Familien ohne Trauschein der Eltern eben noch nicht so üblich. Sonst sind aber die Unterschiede zwischen Schweden und der Schweiz gering. Das Leben hier in der Schweiz ist praktisch gleich demjenigen in Schweden. Dennoch war für uns dieser Wechsel eine gute Gelegenheit, ins Ausland zu kommen, eine neue Sprache zu erlernen und zu erfahren, wie es außerhalb Schwedens so läuft. Noch jubelt Mikael Johansson privat. Doch bei gleichbleibenden Leistungen ist die Chance groß, dass er den Erfolg seines Bruders kennt, wiederholen und den Meisterbecher präsentieren kann.